Okay. Der Emerald City Ripper. Der Raum vor dir gleicht mehr einer Folterkammer als einem medizinischen Labor. Der Gestank von Blut und verrottendem Fleisch durchdringt den Raum. Dunkle Flecken zeugen von achtlos vergossenen Körperflüssigkeiten. In bizarren Maschinen stecken die Körper ehemaliger Patienten, die nun grausamen Experimenten dienen. Diejenigen, die du sehen kannst, scheinen alle tot zu sein. Wer das nicht ist, wird sich sicher danach sehnen. Du bist Holmes in sein Versteck gefolgt. So wie sein Gesicht eine hässliche Seele preisgibt, so scheint es auch sein Unterschlupf zu tun. Holmes, Silas, der Emerald City Ripper. Der Elf ist ein Monster ohnegleichen. Es ist Zeit, ihm ein Ende zu setzen. Und genau das werden wir jetzt tun. Wieder knistert es aus einer Gegensprechanlage neben dir. Ein ordentlicher Schlag würde dir ein paar Minuten Stille verschaffen, doch dies ist zugleich eine der seltenen Möglichkeiten, den guten Doktor zur Rede zu stellen. Dieser begrüßt dich mit seinem gewöhnlichen, schrillen Gelächter. Du bist sehr hartnäckig, ein wahres Prachtexemplar. Wir wissen beide, wie das enden wird. Bringen wir es hinter uns. Geduld, Geduld, wir sind hier noch nicht fertig. Ich muss noch eine letzte Untersuchung vornehmen. Petezel, bändige sie! Bitte wer? Chirurg, Söldner, oh shit, die beschwören irgendeinen Bullshit. Oh shit, die beschwören irgendeinen Quatsch. Das steht fest. Aha, wo können wir dich hinpacken? Hier, hä? Huh? Okay. Oh, shit. Was ist das denn für ein Viech? Oh, shit. Das ist ja ein echt ekliges Viech. Na, komm. Drauf, mein Lieber. Quatsch! Und gleich nochmal. Scheiße. Alter, wenn du schon so einen Blödsinn machst, dann musst du aber auch draufhauen. Und du machst mal besser deine Maschinchen an, und zwar alle. Bäm. Bäm. Und... die nächste Maschine machen wir auch gleich an. So, bam. Bam. Scheiße. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn ich den eine Runde umgenietet hätte. 10 Schaden? Nein, ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Okay, gut. Aua. Okay, der macht echt Schaden. Fuck, der hat 3 Attacken. Kannst du denn gar nichts richtig machen, Petezel? Okay. Petezel, du fehlst jetzt. Du bist nämlich ein viel zu großes Ärgernis, du Pisser. Und du, Holmes, kriegst eine drauf. Was ist das? Hä? Was heißt das? Das heißt 02? Kann die damit irgendwas anfangen mit diesem? Soll ich die da hinrennen lassen? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Da kann sie bestimmt irgendwelche Geister berufen oder sowas. So, dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich Eile drin habe. Kann ich den Holmes bestimmt umhotzen. Hotz 1. So, Chirurg, du fehlst jetzt. Na, come on. Kleines Maschinchen. Böse, böse, böse. Batsch. Batsch. Ja, renn weg, du Penner. Oh, der zaubert auch noch, der Penner.
Tja. Geschützt, Panzerung plus 2. Ja, das ist zu weit. Oh, der geht auf mich. Zielgenauigkeit plus 12. Nee, Dr. Holmes, du stirbst gleich. Zuerst der Chirurg oder zuerst Dr. Holmes? Nee, zuerst Dr. Holmes. Fatz. Und gleich nochmal. Fatz. Und gleich nochmal. Fatz. Nicht genug Munition, dann lädst du halt einmal nach. Jetzt fehlt der Chirurg. Und jetzt nehmen wir uns diesen beschissenen Magier vor. Blitz. Oh, scheiße. Da sehe ich ja gar nichts. Geht also nicht, also laufen wir besser mal in Deckung und schießen ihn über den Haufen. Batsch! Mach mal kaputt. Komm ich da hin? Bam! Scheiße! Also so, bei so einem Explosionsradius hätte ich jetzt erwartet, dass es klappt. Na komm, da fliegt halt wenigstens die Normaldistanz hin. Boom! Und weg ist er. Ah, der Penner will noch reden. Na dann. Holmes fällt zu Boden. Das Licht in seinen Augen beginnt zu erlöschen. Doch irgendetwas hält die verschrumpelten Überreste seiner Seele noch für ein paar Augenblicke im Diesseits. Das... Hier ist ein Ort für kaputte Dinge. Ich setze sie wieder zusammen. Sie bat mich, sie wieder zusammenzusetzen. Er wirkt ein letztes Lachen hervor, seine glasigen Augen blicken zu der Arbeitsbank am Ende des Raumes. Sie hat uns benutzt. Uns beide. Aktionspunkte erhöht. Ein Aktionspunkt. Durch die gewonnene Erfahrung ist deine Fähigkeit gestiegen, gefährliche Situationen zu meistern. Dann, mit einem letzten blutigen Wimmern, tut der Emerald City Ripper seinen letzten Atemzug. Sie? Sie? Wer? Wer genau? Scheiße? Wen habe ich jetzt wieder vor mir? Jetzt habe ich gerade gedacht, wir sind hier schon beim Finale, was relativ schnell gegangen wäre für so ein... Okay, ich meine, ich wusste schon, dass das Spiel relativ kurz ist, aber... Ich hatte nicht angenommen, dass es so kurz wird. Aber jetzt war es doch noch kein Finale, hä? Haben wir hier nur... Kann ich nicht die komische Shen da übernehmen? Oder in den Kampfmodus gehen oder sowas? Dass ich irgendwie... Was ist das hier? Huch, 16 Punkte. Na, verteilen wir mal kurz. Also, physischen Schaden. Fernkampf mit Schnittschnitt. So. 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 Okay, bestätigen. Zonk. Aber ich muss doch irgendwie sowas wie Alarm loslegen können oder so. Komasutra, Kamasutra. Genau. Kann ich jetzt mal die steuern? Geht das? Nee, geht nicht. Shit. Das ist ja voll doof, weil eigentlich ist da irgendwie in dem Geist, da kann man bestimmt irgendwelche Geister beschwören und sowas. Aber jetzt gucken wir uns mal an, was hier auf uns wartet. Holmes' Arbeitsbank befindet sich im Spektrum zwischen Obduktionstisch und mittelalterlicher Folterbank. Es ist mit den vielen Farben und Instrumenten des Todes geschmückt. Auf einer Seite befindet sich ein ledergebundenes Notizbuch, vollgestopft mit zusätzlichen Seiten. Auf der anderen Seite liegt ein Taschensekretär, dessen kleiner Bildschirm noch leuchtet. Unter der Bank liegt ein zusammengerolltes Stück Papier, das mit einem Stückchen Schlauch zusammengehalten wird. Untersuchen wir das mal. Die Arbeitsbank hat augenscheinlich schon viele Leichen über ihre Arbeitsfläche gleiten sehen. Sie ist mit Arm- und Fußfesseln sowie diversen Streckmechanismen versehen. Auf diesem Tisch hat Holmes vermutlich Leichen zerstückelt oder sie wieder zusammengesetzt. Die Viskosität des Blutes lässt vermuten, dass sie erst vor kurzem verwendet wurde. Oh, blättern wir mal durch das Notizbuch. Als du durch die Seiten blätterst, findest du nur wenige lesbare Einträge. Holmes mag zwar kein echter Arzt gewesen sein, aber seine Handschrift entspricht eindeutig dem Klischee. Zwischen die letzten paar Seiten wurde ein Exhumierungserlaubnis eines örtlichen Friedhofs gestopft. Das betroffene Grab ist das von Melinda Watts. Oh shit.
greife auf den Taschensekretär zu. Holmes ist immer noch eingeloggt, sodass du Zugriff auf seine aktuellen Dateien hast. Am auffälligsten ist ein Krankenhausbericht über ein Spendenprogramm. Darin sind die betroffenen Organe sowie Namen und persönliche Daten des Empfängers aufgelistet. Du bemerkst den Namen Sam Watts neben dem Eintrag für Leber und auch die anderen bekannten Opfer des Rippers befinden sich auf dieser Liste. Zusätzlich mit einigen anderen, die womöglich das gleiche Schicksal erlitten haben. Du findest ebenfalls eine recht große Summe an Nyen, die sich problemlos auf den Konto übertragen lässt. Untersuche die Papierrolle. Als du das große Blatt Papier aufrollst, entdeckst du ein sehr detailliertes Programm, Diagramm des weiblichen, menschlichen Körpers. Es scheint eine Art Blaupause zur Erschaffung von Holmes persönlichem Monster zu sein. Verlasse die Arbeitsbank. Verlasse die Arbeitsbank. Okay. Dann gehen wir mal hier durch, ja? Zip. Oh, fuck. Wer ist denn das? Männlicher Bunraku. Nein, er hat sich echt Bunrakus geschaffen. Sein Chipslot ist noch frisch. Die offene Wunde ist pink, feucht und abstoßend. Seine Stimme tropft nur so vor sexueller Begierde, doch seine Augen sind leer. Na, Hallöchen. Bist du hier, um zu spielen? Oh, fuck. Nein, danke, ich will nur wissen, was hier los ist. Vergiss ihn. Ich sag dir alles, was du willst. Ich tu alles, was du willst. Ich bin deine kleine Spielgefährtin, Name des Käufers. Sie ist in einer Standardkonfiguration zusammengebaut. Das Gesicht eines Schulmädchens mit dem Körper einer Stripperin. Nur ein sehr, sehr kurzsichtiger Blick könnte übersehen, dass an ihr gearbeitet wurde. Fuck. Fuck. Dieser Hund hat hier echt einfach nur Menschenroboter gebaut. Chip-Löschsystem. Lösche Holmes Programm. Seine Augen gewinnen an Schärfe und seine Hand fährt langsam zu der Wunde an seinem Kopf empor. Als er die Finger wieder zurückzieht, sind sie nass und klebrig. Seine Augenwinkel zucken in wachsender Panik, als er sich in dem Raum umsieht. Er blickt zuerst zu dir, dann zu dem Mädchen neben ihm und schließlich auf seinen eigenen Körper, der nicht mehr der seine ist. Großer Gott, was hat er getan? Was bin ich? Er beginnt zu weinen, sein Körper wird von großen, verzweifelten Schluchzern geschüttelt. Oh shit. Ja, was soll ich machen? Und der kann ich nicht helfen? Na toll. Ihm kann ich helfen, aber ihr nicht? Ist jetzt auch nicht gerade mein Verständnis von korrekt, aber gut. Oh Mann. Was für ein Sicko. Okay. Aber wer ist sie? Als du dich dem Ausgang näherst, fällt dir auf, dass Shannon einige Schritte zurück hinter dir zurückbleibt. Du siehst zurück, sie hat sich halb herumgedreht und schaut nachdenklich auf das Horrorkabinett des Dr. Holmes Labor war. Als sie deinen Blick auf sich ruhen spürt, dreht sie sich zu dir und hebt ihren Kopf in einer stolzen, fast schon herausfordernden Begegnung. Wir haben heute Nacht sehr viel Gutes getan. Wir haben zwei niederträchtige Kreaturen aus dieser Welt befördert und so den wachsenden Schatten, den sie auf die Stadt warfen, ein Ende bereitet. Unsere Wege kreuzten und vereinten sich und so erledigten wir diese Sache gemeinsam. Aber nun müssen sich unsere Wege wieder trennen. Du hast gesehen, was ich gesehen habe. Das hier ist noch nicht vorbei. Nein. Das Ganze ist noch lange nicht vorbei. Irgendwo von oben dringt ein ferner Schmerzensschrei nach unten und die junge Schamanin hält inne, um dem gequälten Geräusch zu lauschen. Es gibt noch viel zu erledigen und das gilt für uns beide, aber unsere Aufgaben unterscheiden sich voneinander. Ich kam hierher, um Gerechtigkeit für meinen Bruder zu suchen und das ist mir gelungen. Nun kann sein Geist Ruhe finden, aber es gibt noch andere Opfer des Rippers, sowohl Lebende als auch Tote.
die immer noch nach Frieden suchen. Viele von ihnen sind hier an diesem Ort und erfüllen die Gänge mit ihrem Qual. Mit ihrer Qual. Ich kann sie nicht zurücklassen. Aber für dich haben die Geister etwas anderes geplant, einen anderen Weg. Du musst das zu Ende führen, was du begonnen hast. Du musst dich dem ursprünglichen Bösen stellen, das dies hier hervorgebracht hat. Ich denke, das kann ich respektieren. Danke. Danke für alles. Dank dir wurde dem Mörder meines Bruders seiner gerechten Strafe zugeführt. Die einzige Strafe, die ein Mann wie Holmes verdient, den Tod. Ich werde mich nur an die Aufgabe machen, die zu heilen, die er zurückließ. Für jeden Verrückten, dem wir heute entgegentreten mussten, gibt es Dutzende unschuldige Seelen, die in ihrer Not verzweifeln. Auch die Geister der Verstorbenen brauchen Hilfe, damit sie nicht wie die enden, die wir heute im Hangar kennenlernen mussten. Sie alle verdienen meine Hilfe. Und was ist mit Lone Star? Sie können nicht allzu weit hinter uns herhängen. Wenn sie diesen Raum da hinten betreten, werden sie an nichts anderes denken als an eine Beförderung. Der Ripper ist gefasst und mein Bruder wird in Vergessenheit geraten, genau wie all die anderen Opfer und wie auch ich. Sie werden kein Problem darstellen. Und ob es nun wahr ist oder nicht, Shannons Zuversicht und ihre reine Anwesenheit scheinen in der Lage zu sein, es wahrzumachen. Viel Glück, Waldgeist. Ich hoffe, du kannst für deinen Freund Gerechtigkeit finden, so wie ich für meinen Bruder. Das weiß ich zu schätzen. Ich wünsche dir viel Glück. Let's go. Lose Enden. Die Fahrt zurück zur Seamstresses Union verläuft ziemlich ruhig im Vergleich zu dem schrecklichen Chaos, das du im Mercy Mental Hospital hinterlassen hast. Einsatzwagen von Lone Star fahren mit heulenden Sirenen auf der Straße an dir vorbei. Wahrscheinlich sind sie auf dem Weg zum Hospital, um sich die Folgen deines Showdowns mit Dr. Henry Holmes zu kümmern, dem Emerald City Ripper. Der Mann, der grausam die inneren Organe von Sam und Jessicas Mutter, Melinda Watts, in seine Gewalt brachte. Obwohl der Mörder tot ist und er die Stadt nicht mehr in seiner Umklammerung festhält, so ist doch klar, dass er nicht allein gearbeitet haben kann. Es gibt noch einige Rätsel, die es zu lösen gilt. Das Taxi biegt in den Redmond Way ein, fährt an dir nun vertrauten Orten vorbei, bis endlich die Seamstresses Union in all ihrer dekadent verfallenen Pracht zwischen den überstrapazierten Scheibenwischern auftaucht. Es ist an der Zeit, deinen nächsten Schachzug zu planen. In der Union ist an diesem Nachmittag sehr ruhig. Die Angestellten und Lohnsklaven sind noch nicht aus den Büros und Vorstädten in der Nähe angetanzt, um sich ein wenig Exotik zu gönnen. Johnny Clean. Da ist er ja! Als du eintriffst, ist Johnny Clean gerade mit Cherry Bomb und Miss Kubota in ein Gespräch verwickelt. Wir haben gerade über dich gesprochen, Waldgeist. Und über den Emerald City Ripper. Irgendwie ironisch, dass du einen Serienmörder in ein Irrenhaus verfolgt hast. Johnny Clean hat uns gesagt, was du vorhattest, oh mein. Wir haben auf deine Rückkehr gewartet. Dein Verhalten überrascht mich, Johnny. Johnny runzelt die Stirn und nickt. Du hast recht. Ich hätte nichts sagen dürfen. Ich hätte mich an die Regeln halten sollen. Es ist nur so, dass uns die Morde des Rippers alle persönlich betreffen. Wir haben alle unsere eigenen Gründe dafür, dass wir den Mörder gefasst sehen wollten. Sam war ein Stammgast hier und er wird trotz seiner Verfehlungen vermisst. Der ganze Sprawl wurde durch diese Morde durcheinandergebracht. Sie waren so unvorhersehbar. Niemand wusste, ob er der Nächste sein könnte und welches Organ der Mörder ihm entreißen würde. Ich muss zugeben, dass die Morde auch dem Geschäft geschadet haben. Es tut mir leid, aber das ist wahr. Das wurde auch nicht besser dadurch, dass Sams Leiche direkt hier um die Ecke gefunden wurde. Selbst viele meiner Stammgäste sind unter diesen Umständen lieber zu Hause geblieben. Nun sag uns, Omae, hast du die Person gefunden, die hinter den Morden steckt? Nicht ganz. Ich habe den Miskel erwischt, der das Skalpell geschwungen hat. Aber wer auch immer seine Strippen gezogen hat, ist immer noch dort draußen. Jemand zieht die Strippen eines Serienmörders? Das klingt komplizierter, als ich gedacht hatte.
Das ist es auch. Der Leiter des Krankenhauses hat bestimmte Leute getötet, um bestimmte Körperteile zu entnehmen. All diese Körperteile wurden einst derselben Spenderin entnommen. Melinda Watts, Sams Mutter. Es sah aus, als wollte er sie wieder zusammensetzen. Alle drei schweigen, als sie deine Neuigkeit verarbeiten. Also, Sam hatte ein Organ seiner Mutter und dann hat der Ripper Sam all diese Leute getötet, nur um Sams Mutter wieder zusammenzusetzen? Grässlich, oder? Das kann nicht ohne Grund geschehen sein. Coyote und Jake Armitage sind gerade los, um Sams Beerdigung beizuwohnen. Ich habe gehört, es soll zudem eine Umbettungszeremonie für seine Mutter stattfinden. Richtig, eine Umbettungszeremonie. Interessant. Das sehe ich genauso. Die Zeremonie wirkt wie der Höhepunkt der Tatsache, dass Sams Mutter alle ihre Organe zurückgekriegt hat. Glaubst du, seine Schwester Jessica hat damit etwas zu tun? Moment mal. Ich habe Jams Schwester gesehen, als sie letztens hier war. Sie ist eine Konzerntussi, wie sie im Buche steht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in derartige Morde verwickelt ist. Da muss etwas anderes dahinter stecken. Es scheint offensichtlich, dass du zur Beerdigung gehen musst, um mit Jessica Watts zu sprechen, Waldgeist. Das werde ich auch und ich komme nicht ohne ein paar Antworten zurück. Da bin ich mir sicher. Mr. Kubota hebt die Hand und alle Gesprächsteilnehmer verstummen. Halt! Bevor du gehst, musst du uns noch eine Sache verraten, Waldgeist. Wo ist der Emerald City Ripper jetzt? In einem Stadion der Verwesung. Sie nickt zufrieden. Hi, das ist gut. Puh, kann ich mit der noch quatschen? Ist noch etwas, Omei? Ich habe diese Liste in einem Datenspeicher des Mercy Hospitals entdeckt. Oh. Klingelt mein Telefon gerade? Ich glaube, mein Telefon klingelt gerade, ja. Aber die Freundin ist schon zur Tat sozusagen oder schon zur Tat geschritten. Gucke ich mal ganz kurz, nicht, dass es ein Gespräch für mich ist. Ist es ein Gespräch für mich? Ja, ich glaube nicht. Okay, gut. Oh, das ist entsetzlich. Es war also nicht genug, für diese Person zu morden. Er musste seine Patienten auch noch als Bunraku-Sklaven verkaufen. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Ich weiß, du bist noch immer auf der Spur von Sams Mörder. Ich werde einige Runner beauftragen, um diese armen Seelen aus den Fängen ihrer Käufer zu befreien. Du hast heute viel Gutes getan. Der Ripper war ein noch grausameres Monster, als irgendwer sich hätte ausmalen können. Kein Problem, viel Glück, Miss Kubota. Und dir auch. Okay, hätten wir das geklärt? Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas verticken können. Ich krieg mal kurz noch mit Herrn Kluwe. Willkommen zurück, Waldgeist. Es ist schön, wieder hier zu sein, Mr. Kluwe. Was gibt's Neues? Ich glaube, das sollte ich eher dich fragen. Nach dem, was ich gehört habe, warst du dem Ripper auf der Spur, als du die Union das letzte Mal verlassen hast. Darf ich fragen, was daraus geworden ist? Sams Mörder hat seine gerechte Strafe erhalten. Ich bin mir sicher, Sam wäre dir sehr dankbar. Und doch wirkst du noch ebenso angespannt wie zuvor und siehst dich um wie jemand, der seine größte Herausforderung noch vor sich sieht. Es ist noch nicht vorbei, nicht wahr? Noch nicht ganz. Es gibt ja noch ein paar Dinge zu erledigen. Der Troll seufzt. Ich hatte gehofft, wir würden all das bald hinter uns haben. Die Barons haben ein kurzes Gedächtnis, doch Ereignisse wie diese stellen eine Ausnahme dar. Je länger dies anhält, umso mehr fürchte ich, dass es langfristige Veränderungen nach sich zieht. Einige der Gangs ziehen bereits ihren Nutzen aus dem Chaos, das der Ripper hinterlassen hat, und unterminieren damit nur weiter das kleine bisschen Ordnung, das wir hier hatten. Bevor wir uns versehen, schlagen Megakonzerne in eben dieser Lücke, kaufen das Land auf und drängen die armen, Sinnlosen weiter an den Rand der Gesellschaft. Früher oder später kommen könnte sogar die Union davon bedroht werden. Dann ist es gut, dass die Union dich hat. Es ist gut, dass wir einander haben. Pass auf dich auf, Waldgeist.
her. Und dann besuchen wir mal eine kleine Beerdigung und schauen, was das Taxi to Sam und Melinda Watts Beerdigung nehmen, genau.